Meine Behinderung habe ich eigentlich schon mein Leben lang. Die erste Krebserkrankung war mit 6 Monaten. Daraufhin habe ich mein linkes Auge verloren und auf den rechten sehe ich aktuell ungefähr 20% und bin kurzsichtig. Mit 15 habe ich dann schon angefangen, ja, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, die halt ihren Kindes- oder Jugendalterkrebs hatten. Und mit 18 kam dann halt eine Depression auf. Und auch da hat mir halt der Kontakt zu den anderen sehr geholfen. Ödeme sind Einlagerungen und bei mir ist es so, dass ich das im ganzen Körper habe und vermutlich funktioniert mein Lymphsystem nicht richtig. Meine Diagnose habe ich 2015 bekommen. Da war ich auf jeden Fall noch in der Schule und da hat mir die Diagnose, ja, war nicht schön für mich, ne? Also es hieß dann auf einmal, ja, du hast ein Lymphödem, du musst zur Lymphdrainage, du musst Kompressionsstrümpfe tragen. Und in so einem jungen Alter ist es halt irgendwie so ein Schock irgendwie auch. Weil man möchte ja gesund sein, man möchte was erleben. Und dann heißt es auf einmal, man darf nicht mehr heiß baden, nicht mehr in die Sauna, nicht mehr in warme Gebiete. Ich hatte seit meiner Kindheit psychische Probleme. Ich wusste lange nicht so genau was. Ich wusste nur, es geht mir nicht gut und ich habe mich immer irgendwie fremd gefühlt und einsam und ausgeschlossen. Körperlich fing das bei mir an, dass ich mit 9 Jahren meine Periode bekam. Darunter litt ich sehr stark, aber das nahm so kein Arzt wahr, einfach weil es anders war. Also alle haben immer so gesagt, das ist ganz normal, dass man so früh die Periode bekommt. Jeder kriegt es anders. Und ich solle mich nicht so anstellen mit meinen Schmerzen. Ein Jahr später habe ich dann eine Diagnose bekommen. Das war dann die Endometriose. Und ich habe mir dadurch ein ganz, ganz starkes Schmerzgedächtnis gebildet in den 2 Jahren, wo ich diese akuten Schmerzen hatte. Bin jeden Tag nachher ins Krankenhaus zu meinem Operateur gefahren und habe gesagt, nee, sie haben nicht alles rausgenommen, das tut alles noch weh. Habe ihm Schuldgefühle gemacht, habe gesagt, das geht nicht. Und irgendwann kam dann so nach ein paar Monaten der Arzt auf die Idee, mir zu sagen, ich sei psychisch krank und jetzt würde ich mir doch was viel zu viel einbilden. Und ich sollte mich mal behandeln lassen. Dann hat meine Mutter mich mitgenommen zu so einer Selbsthilfegruppe. Das hat es schon etwas besser gemacht, aber nicht in dem Sinne, dass ich gesehen habe, oh, ich bin nicht alleine, sondern einfach nur, dass ich wusste, okay, alte Menschen haben das. Dann musste ich so aus dem Blauen einfach heraus erzählen. Und ich bin immer davon ausgegangen, ich habe mir ja den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht, wie es mir geht. Aber wenn man das dann mal ausspricht, dann merkt man erst, wie viel man eigentlich noch nicht verstanden hat, an welchen Ecken und Enden die Geschichte noch nicht so ganz rund ist, wo man es noch nicht begriffen hat, was eigentlich das Problem ist. Und das war, also allein das Erzählen, das erste Mal so richtig versuchen zusammenzufassen, wie es läuft und warum man denkt, dass man ein Problem hat. Das war, das alleine war schon super heilsam. Ich betreibe Selbsthilfe auf meinem Instagram-Account, auf meinem Blog, auf Facebook mittlerweile wieder, also komplett auf Social Media. Und ich versuche mich momentan in Zeitungen wie auch im Radio zu veröffentlichen. Ja, das hat halt einfach geholfen letztendlich, dass man da auch einfach nochmal über die Erkrankungen in Austausch gehen kann, über die Erlebnisse. Das bringt ja, ich meine, so eine Krebserkrankung bringt ja auch viele, viele psychische Sachen auch mit, auch die einem nicht als Kind auffallen. Der Selbsthilfe ist es so, dass die Leute sich schon wünschen, dass man zumindest mit so psychischen Sachen, dass man in Behandlung ist bei einem Therapeuten. Hatte dann eben die Therapie und die Selbsthilfegruppe und hatte dann wieder so ein, ja, hatte plötzlich wieder Schwung und hab gedacht, hey, vielleicht kann ja doch was, noch was werden.